herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Zum neuen Video von mir. Wir spielen heute Formel 1 2016. Alleine. Nein, nicht allein, denn dabei ist Kevin. Aber nicht Niklas, Niklas macht nicht gut. Kevin, sag einmal Hallo, bitte. Und deine Mutter. Okay, und Stargast. Zugleich auch der schlechteste Gast, Niklas. Ich wusste gar nicht, dass ich Stargast bin. Na, bist du ja auch nicht. Hast du gerade gesagt? Ja, nee, ich bin der Stargast. Ach so. Warte, wie gibt man nochmal Gas? Mein Witz. Y. Ah, ich wollte gerade alte 4 drücken, ne, Chris? Ach, leck mich. Also bei mir in der Folge, ich fahre jetzt ohne Ideallinie. Oh. Das wird kein Schwein. Doch, mich interessiert das. Ich bereite mich schon mal für die neue Season vor. Ui. Finde ich unfair, dass du dich darauf vorbereitest. Wieso? Aber du trainierst, ein Amt trainieren nicht. Ja, das liegt ja nicht an mir. Und ich trainier's. Mach die zweite Season nicht mit. Okay. Allein schon wegen Steve oder was? Nö, nee, weil Niklas trainiert. Naja, bist du auch bis jetzt der einzige von uns gewesen, der gesehen hat, wie Steve zum ersten Mal fährt. Oh ja. Komm schon, gib den Zuschauern so einen kleinen Hinweis. Was ist, Christian? Hör auf, red nicht mit mir. Okay. Oh Gott, ich erinnere mich an diese Strecke. Wo ist die nächste Wand? Oh Gott. Der Körper erinnert sich und er ist nicht erfreut. Wenigstens schön weiß. Tadeus, die Technik. Die Technik. Jeff, erzähl mir einen Witz. Dafür fehlen dir also Daten. Okay. Verstanden. Wir fehlen die Daten dafür. Er meinte, ich fürchte, dafür fehlen uns die Daten. Er war schon mal nicht schlecht, Jeff. Feature bei Formel 1 2018. Jeff kann Witze erzählen. Ich hab zu Weihnachten ein Schlagzeug bekommen. Unschlagbar. Oh mein Gott. Ich hätte lustig. Ich auch, finde ich so geil. Seid ihr schon eine Runde gefahren? Ich war also Niklas ist schon seine Runde, oder? Nee, es war Chris. Bin da ganz, okay. Ganz hinten. Ganz, ganz hinten? Du bist direkt vor mir, Niklas. Boah, Alter. Voll ungewöhnt. Dritter. Erster. Arschloch. Kevin, du fährst jetzt lang eine Runde, ne? Noch eine schnelle, ne? Ja, wieso? Ja gut, ich nicht mehr, weil ich jetzt langsam fahre. Ich lasse euch mal vorbei. Okay. It's a trap. Ne, ist kein Trap. Ey, berühm mich mal nicht hier, Junge. Geh mal aus dem Weg hier. Also ich erinnere mich an Malaysia und ich weiß, dass ich sie am Ende irgendwann gehasst habe. Bei 2012. Ich weiß aber auch, dass ich sie einmal als erster abgeschlossen habe. Okay.
So, ja, Motivation für dich, Kevin, jetzt erster zu hören. Ja, ich hab sie gehasst wegen dieser Kurve, dieser 90 Grad Kurve da. Gut, ich muss eh in die Box. Ungültige Runden sind. Habe ich nicht jedem mal das Hütchen umgefahren? Hey, nein, das war, glaube ich, Australien, wo du mal umgefahren hast. Na, China war auch da, oder? Ja. Wo ist denn die Boxeneinfahrt? Das war der Kurve. Na, in der Kurve. Na Niklas, wie geht's dir so? Wow, eigentlich ganz gut. Es ist ein bisschen ungewohnt, diesmal ohne Ideallinie zu fahren und so. Ah, siehst du ja, ich bin Vierter auch nur. Wird schon. Ich hab den Frontflügel übrigens gehabt. Und ich komme öfters mal auf Gras, also... Zweite Season wird echt anspruchsvoll, da muss ich wirklich üben. Naja, die Ideallinie zeigt dir an, wann du am besten bremst und wann du am besten wieder Gas gibst. Das habe ich mir jetzt nicht mehr, ne? Jo. Ich Hauptsache vor Hamilton kommt, das ist mein Hauptziel. Na, Setup, geht mal Setup. Das Ding. Danke. Jetzt nochmal auf die anderen gelben Reifen raus, mir scheißegal. Mach ich mehr Boxenstopp, ist aber egal. Naja, Rennen soll es auch nicht regnen, regnet nur so. Ne, soll nur bewölkt werden. Ja! Oh Mann, ich hab meine Zeit geschlagen. Okay, mach ich gleich wieder. Ja, Alter, wenn du das wirklich jetzt. Das ist nämlich echt krass jetzt, dass Christian und Kevin gegeneinander jetzt kämpfen werden, definitiv. Das wird jetzt auch richtig spannend am Ende. Naja, ich sollte es wenigstens Christian nicht schaffen, aus der Map rauszufliegen. Sollte es Christian nicht wieder schaffen? Wie viel Gern hast du jetzt keine Punkte mehr geholt? Ah, lächelt mich da helfe. Keine Ahnung, ich hab beim 10. aufgehört mit den 10. Ich war jetzt eh nur noch langsam, weil ich in die Box muss. Habt ihr geguckt, wie viel Zeit noch ist? Ne, ich bin jetzt aus der Box schon raus. Ich bin auch schon aus der Box wieder draußen. Ich bin so toll, bei dieser Map kann man nicht so leicht behindert werden im Qualifying. Wenn es so schön groß ist, die Formel 1 fahren ist eh nicht gut. Ha? Mit einer Behinderung Formel 1 fahren? Also, in echt meinte ich jetzt. Alter, habt ihr mal, ich weiß nicht, Herr Pietzwig hat da mal ein Video rausgebracht mit einem Behinderten, der, ich glaube, ab dem Hals gelähmt war. Und der hat das irgendwie, der hat Formel 1 gespielt mit dem Mund, also der hat solche Mundinstrumente gehabt, so 3 Stück fürs Lenken und so weiter. Und der hat damit Kesselmark besiegt, Sebastian. Und das fand ich einfach nur krass. GG. Wie gut der war, dass der einfach nur mit dem Mund gelenkt hat. Das war echt übel. Respekt dafür. Na, diese Leute, die auch sind, die sollen ja auch leben. Weißt du? Ja, klar. Ich meine, hundertprozentig heutzutage, die Schulen, die werden ja alle nur noch auf Mobbing ausgesetzt. Alle, die anders aussehen oder anders sind, werden immer gemobbt. Das ist so schlimm. Ja. Das ist halt echt so. Weißt du, da frage ich mich immer an den Leuten, sag mal, wie geht's denn eigentlich denen, wenn derjenige, der mobbt, was ist, wenn der das gewesen ist, weißt du, den er gerade mobbt, weißt du? Muss ich mir einfach mal vorstellen, weißt also du? Also vom, vom Mobbing ob zum, ach egal. Der Typ, der mobbt, wenn er selbst gemobbt wird. Ja, vom so. Mobbing-Terror zum Mobbing-Opfer. Richtig. Ja, und so ist es. Muss dich immer hinterfragen. Ja, aber das tun die Leute nicht. Da denkt keiner dran. Das ist das Schlimme. Das ist, was mich in der Gesellschaft mega stört. Heute früh war ich an der Schule und da kam halt einer rein, der ist halt immer so auf Drogen, ne? Und da kam er heute stolz rein, hat einen Zettel in die Luft gehalten, gesagt, er wurde gestern festgenommen von der Polizei mit 9 Gramm Gras. Alles klar. Und war darauf stolz. Hat er denn eine geistige Behinderung? Nein. Nee, also normaler. Er ist einfach nur auf Drogen.
Normal ist auch ein hartes Wort zu sagen. Ja, normal ist er nicht. Okay, dann beende ich hier kurz meine Folge. Oh, was? Ja, wirklich. Alter, ich hab... Okay, ich fange eine echt gute Rundenzeit. Echt? Nein, ja. nein, ich will Chris seine Zeit schlagen. Minus 3 jetzt schon. Ich will Chris seine Zeit schlagen, du Arsch. Okay, lila Sektor Nummer 2. Fick dich, Niklas! Du Wichser, Mann. Nein, ich bin auf Chaos gekommen. Ja. Aber ich hab noch eine minus 1. Planen könnte ich sie trotzdem. Die Zeit von dir. Mann, ey, es sind ja zwei Boss, die mich ausbremsen. Nee, könnte ich nicht. Oh Gott, das wird knapp. Bis erst da 1,40 gefallen, habe ich jetzt gesehen, ey. Not bad. Ach Mann, ey, Chris hat so viel Glück gerade. Ich wurde gerade von zwei Bots ausgebremst. Aber ich bin vor Kevin. Fick dich, Niklas. Ja, ist ja nicht schwer. Fick dich, Chris. Ich hätte dich gerade geschlagen gehabt, wenn ich hätte ich keine ungültige Rundenzeit gehabt. Oh Gott. Okay, das war's mit der Runde. Oh, oh. Ah, dann fahr ich in die Box. Jetzt Platz 2, höchstens Platz 3 gehe ich mich zufrieden. Ich muss auch in die Box jetzt wieder. Immerhin vor Hamilton. Ich würde es gerade sagen, immerhin. Du willst jetzt nicht ernsthaft sagen, immerhin vor mir. Nee. Du bist kein Konkurrent diese Saison mehr. Ja, tu mir doch weh. Arschloch. Das war's mit war's mit unserer Dead Space Beziehung, Mann. Haben wir Dead Space Beziehung geführt? Ja. Best Teamkollege und so, ne? So. Naja, Division ist mal hin und mal wieder gut und mal wieder schlecht. Das Schlechte kam immer von dir besetzt. Kein Spaß. Ey, normal. Spaß mit unserer Division-Beziehung. Was, wir hatten die eine? Noch gar nicht, komm gleich wieder. Und wie viel Zeit ist noch? Keine Ahnung. Musst du wissen. Ja, ich glaube, ich fahre die mal. Oh. Sind noch 4 Minuten. Teamkollege fährt noch raus. Okay. Sind noch 4 Minuten. Na, mach mal hin, ich will noch mal rausfahren, ihr Idioten. Ja, braucht nochmal 10 Stunden, bis du das Ding da dran steckst. Danke. So, jetzt lass mich bitte einmal noch rausfahren. Ach, die füllen gerade mein Auto. Hä? Die Leute bei mir füllen gerade noch mein Auto. Hallo? Lässt die mich mal raus? Weißt du, die stehen da mit dem Föhn im Gesicht, weißt du, ich sag schon rausfahren, weißt du? Dann stehen die da noch 10 Stunden rum, Alter, und warten. Ja, wir warten erstmal, bis wir dich rauslassen. Kein Ding, Bro. Warte nochmal so 2 Stunden. Ich will neue Boxenkassen-Crew. Die sind behindert. Ich will wenigstens eine Runde noch fahren. Ich muss kurz seine Zeit schlagen. So, auf Medium kann ich vergessen. Damit. Ja, ich schau dir jetzt noch zurück. Mal sehen, was du dahin. Mal sehen, was du leistest. Lenk mich jetzt bloß nicht ab. Guck dir nur zu. Halt die Schnauze. Achso, die Leute, die jetzt nicht wissen. Halt die Schnauze! Ich muss mich konzentrieren! Hat eigentlich die letzte Folge gehabt. Aber Singapur mussten wir normal machen. Und darauf hatten wir keinen Bock, jetzt nochmal 200 Runden zu machen. Und deswegen haben wir uns gegen die Wand gesetzt, alle. Außerdem habe ich meine Hamilton weggehauen, deswegen. Damit es wenigstens noch so ein bisschen gleich bleibt. Richtig.
Und bei Kevin und Christian haben sich auch nur um einen Punkt sowas verändert. Also den einen Punkt am Ende zählen wir auf jeden Fall noch dazu. Dieser Punkt war wichtig, ja. Ja, den zählen wir am Ende nochmal dazu, wenn die Season vorbei ist. Dann bin ich nur in Gedanken vor Chris vielleicht, aber nicht im Herzen. Und nicht im Spiel. So, Kevin, auf jetzt. Das kann ich nicht akzeptieren, deswegen muss ich jetzt Punkte holen. Oh ja, wer allein? Hallo? Ich hasse es, wenn die aus der Box so geschmissen werden hier. Ach, nö. Jetzt krieg ich keine Zeit und keine ordentliche. Mann. Das ist der Minusbereich. Ja, Wehrlein ist. Es war jetzt ein bisschen doof, dass da Wehrlein rauskam. Ich war mitten in der Kurve gerade. Was denn passiert? Kevin hat eine Runde geschlagen. Fick dich. Mann, Witz. Der lügt dich an. Warte, aber. Ey, du bist wirklich ein Arschloch. Nee, warte mal. Du bist noch erster, alles gut. Du bist im ersten Sektor, im dritten Sektor schneller. Oh. Das ist lustig, Kevin ist im ersten Sektor der schnellste, im zweiten Sektor der schnellste und Christian ist am Ende. Am schnellsten gewesen. Ich bin immer am schnellsten. Nee, Kevin ist um 200 Millisekunden, knappe 200 Millisekunden schneller als du im ersten Sektor. Ja, aber insgesamt bin ich schneller. Insgesamt warst du schneller, ja. Und ich habe auch fast nur 200 Millisekunden. Oh, so knapp, Alter. Du bist Platz 3? Das ist, ich bin auf Platz 2. Ich habe Kevin neu geholt. Um 150 knapp. Ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Oh Mann, ich krieg die Rundenzeit von vorher nicht mehr hin. Ja, nur, also, oh, das steht sogar hier unten. Also 156 Millisekunden. Bin ich schneller als links. Gibt jetzt gerade teleportiert. 203 Millisekunden. Alles klar. 30 Sekunden in dieser Session. Die theoretische beste Zeit zu diesem zu dieser Session ist 1:39. Okay. Also 1:39 kann man fahren hier. Ach ja, du Flacke. Ja. Schau nochmal Kevin zu heute. Nee, ja. Nein! Ach du oh. Kackgummi! Ach nö, ist mir das Gummi abgerissen von meinem Controller. Ach nö. Ey, das leckt mich doch. Wie scheiße ist das denn jetzt? Ich war gerade 2 Sekunden vor seiner Zeit. 2 Sekunden sogar, ne? Alter, krass. Du Kackgummi vom Controller, ich weiß nicht gleich. Nach der Runde ab, ey. Das heißt, Kevin ist du dritter. Mann, ich wäre jetzt erster gewesen. Weißt du, ich drück da die ganze Zeit nach rechts und denk mir, Alter, warum lädt das Ding nicht? Ah, Hass gegen Controller. Oh, ja, Mann! Christian, unverdient. Echt? Mann, nice. Meine gute da, Leistung. Da meine erste Pole-Position. Echt? Ja. Du nicht in China auf, wo du das Game gewonnen hast, oder? Ich weiß es gerade. Ne, ich glaube, da warst du vorne. Okay, aber du hast gewonnen auf jeden Fall. Das war dein erstes Game. Hast du gewonnen? Ja! Okay, dann danke ich vielmals für's Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge am Donnerstag, dann geht's im Rennen weiter. Und da schaut Christian als erstes. Außergewöhnlich mal. So lange, haut rein. Tschüss. Ciao.